Hallo? Stefano, ist Ray Kennis. Was geht denn bei Ihnen? Gar nichts bei Ihnen, ey. Ich hab gehört, Sie wollen Gewerbe haben. Ich hab eine gute Idee. Pass mal auf, wir treffen uns am Stadtpark gegenüber von Dr. Chuck, wo der immer sitzt, an der Fliegerbank. Alles klar, ich bin gleich da. Ja, bis gleich. Sunny. Aha, sehr schön. Ja, alte, stabile Karre, ne? Ja, klar. Ist deine Karre, oder was? Ja, natürlich, wem sonst? Ja, stabile. Ja, natürlich. So wie mein Körper, ne? Hier, ich hab eine Idee, ne? Was denn? Ich möchte meine eigene Taxi-Gewerbe haben. Weil ich hab eine Abmahnung bekommen von meinem jetzigen. Ich hab Ärger bekommen vom Chef. Und auf so eine Scheiße hab ich gar keinen Bock. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht, ey. Also wenn zum Beispiel zwei Leute bei mir einsteigen. Moment, warte mal. Für dein Gewicht kannst du aber gut laufen, Junge, ich sag's dir. Ist hier der morgendliche Sprint. Okay, geht weiter. Ja. Also ich bin der Einzige, der irgendwie schnell fährt, ne? Und alle meine Kunden sagen so, ey, du bist ja voll schnell unterwegs und so, ne? Dann dachte ich mir so, weißt du was, Digga? Du hast eine Abmahnung bekommen, mach doch deine eigene. Quickie-Taxi, schnell unterwegs. Weißt du, was ich meine? Na, komm mal mit. Ey, das ging ja schnell, ey. Ja, klar, quick, ne? Also hier ist morgen ein Wärter. Also hier an dem Pfeiler. Da habe ich jetzt so ein Ding reingedrückt hier. Gucken Sie mal. Holen Sie mal einen raus hier. Ist auch schon Taxameter eingebaut, ne? Ja. In die Karre, ja klar. Die Frage ist, was machen wir mit dem anderen Auto hier? Sollen wir zerschießen oder was? Ja, das gehört doch, Chef. Nein, Moment. Nicht schießen. Das gehört noch, Chef. Ich muss noch kündigen. Sicher? Ja, nee, ja. Nee, ist schon. Fahr mal die Knarre weg, Junge. Ich hab schon gekündigt. Wie, du hast gekündigt? Ja, ja, klar. Ich hab das über das System gemacht hier, ne? Du weißt der Chef Bescheid? Ist mir doch egal. Falls ihr ein Taxi braucht, ruft 541 an. Da habt ihr auch einen neuen App drin. Alles klar. Lass ich meinen Sohn sehr schön. Mein erster Kunde. Hallo, Taxi. Ja, hallo. Mein Name ist Griff. Ich wollte mal fragen, ob ihr noch Fahrer sucht. Ich habe bei den ganzen anderen Unternehmen schon angefragt, aber die suchen alle nicht. Ja, du, wir haben gerade sehr viele Bewerber, ne? Ja, ich verstehe. Wir können mal die Tage mal reden. Ist gar kein Problem. Okay, super. Hast du meine Nummer dann jetzt? Oder ich habe deine Nummer, ja. Ich ruf dich an. Perfekt, ruf mich an. Gut, okay. Bis dann. Schnauze, Junge, als ob ich dich nehme. Einmal hier zuhören, bitte. Ab sofort könnt ihr unter 541 das schnellste Taxiunternehmen, Quickie-Taxi, bestellen. 541. Ihr könnt die Schnauze da hinten mit der Pst. 541, Quickie-Taxi bestellen. Ab sofort. Sir! Ja? Wie heißen Sie? Stefano. Und was befugt Sie hier, durch die Hallen zu schreien? Ich habe nur eine Werbung für mich gemacht. Aha. Und wieso machen Sie das hier in der Lobby? Damit Sie Bescheid wissen, dass Sie Taxi bestellen können. Das wissen wir. Nein, das wissen Sie nicht. Sie wissen nicht, dass ich ein neues Taxiunternehmen eröffnet habe. Ein neues, ja? Ja. Können Sie das nicht draußen in Ruhe machen? Wir führen hier gleich. Ich habe meinen ersten Kunden. Bis dann. Hallo, Quicky Taxi. Hallo, Quicky Taxi. Ich komme doch nicht. Wie kann ich Sie abholen? Wo soll ich Sie abholen? Schnauze, das ist doch mein Laden. Ich mache, wie ich will. Willst du ein Taxi? Nein, ich wollte eigentlich nur Glückwunsch sagen, Mr. Alfonso. Dankeschön, dankeschön. Ab sofort habe ich mein eigenes Taxiunternehmen. Wo ist denn der? Bleibt dein Tankstelle dann denn hier? Ja, dann auf eine ruhige Nachbarschaft, würde ich mal sagen. Ich könnte auch meine Zentrale bei dir da in deinen Laden dann nehmen, weißt du? Und mein Autos kann ich dann da parken. Und wenn was ist, dann könnte ich von da aus losfahren. Gewiss, natürlich. Aber ich verlange noch etwas. Was verlangst du denn von mir, du Arschloch? Sie haben ja gestern auch behauptet, dass Melody mit Jonathan vögelt. Ja? Ich verlange eine Entschuldigung. Ja, dann sollst du ein Taxi rufen. Dann ist sie meine erste Kundin und dann kann ich mich bei ihr entschuldigen. Gewiss, ich werde sie weiterleiten. Ach, Stefano habe ich. Hey, Steven, du hast mich angecallt, Baby. Ja, ja. Ab sofort könnt ihr unter 541 Quickie-Taxi bestellen. Pinsel, du brauchst doch ein Taxi oder nicht? Ja, das stimmt. Hör auf, jetzt Bilder von Melody zu gucken und steig da ein. Ich habe ihn eingespeichert. Steven, was wolltest du gestern von mir? Achso, dein Melody, ne? Der hat mit Dings gefickt. Doch, was? Der hat ja schon mit anderen geknutscht. Der hat mit hier diesen Johnny, diesen alten Typen gefickt. Was? Der ist 118. Ja, die haben geknallt. Die haben richtig geknallt. Mit Küssen? Also da waren nicht nur Küssen dabei, da war alles dabei. Aber hat sie dann geküsst? Ja, das auch. Hast du mir gesagt, ihre Lippen werden schon immer trocken. Danach waren ihre Lippen nicht mehr trocken, ich sag's dir, wie es ist, ey. Ich glaub, das ist eine scheiß Metapher. Ja, also ich verstehe keine Metapher, mein Freund. Ich auch nicht. Ich meinte nur, hat gesagt. Ja, brauchst du ein Taxi? Er braucht ein verdammtes Taxi. Transportieren Sie auch Möbel. Ich muss mir noch eine neue Sitzkarte nur kaufen, aber die passt nicht in mein Auto, Winfried. Wenn du bezahlst, transportiere ich auch deine Mutter. Das ist jetzt richtig unangenehm. Ich muss jetzt überlegen, wie kann ich denn am besten sagen, dass das Auto im Stadtpark steht und warum ich jetzt ein eigenes Taxiunternehmen habe. Oh, das ist mir so unangenehm. Okay. Ich weiß. Ja? Was geht? Ja, Hier nicht? Ja, wo steht er? Hier, beim Stadtpark steht er. Ich wollte das zurückfahren, aber kennst du den Dicken? Den Dicken? Ja, hier, kennst du, oder wie der heißt. Genau, der hatte ich gekündigt, ja. Ja, der meinte, lass die Karre hier stehen und so, ey. Ich so, nein und so, das geht nicht und so. Die waren voll nett zu mir und so, ne, hab ich gesagt. Ich muss noch dahin gehen, vernünftig kündigen und so. Er sagt, nein, die Karre bleibt jetzt hier. Und ich sag's dir, der wollte sogar die Karre zerstören. Ich schwöre, das habe ich aber verhindert, mein Freund. Weil euch zuliebe, weil ihr halt nett wart, ne? Okay,
Okay, ja, also wäre cool, wenn du uns noch Bescheid gesagt hättest. Wollte ich auch, tatsächlich. Aber jetzt haben wir ja auch alles soweit dann. Ja, was denn? Erledigt. Gut, alles klar. Nee, dann weiß ich erstmal Bescheid. Ja, nein, warte mal ganz kurz. Sag mal, bist du jetzt sauer auf mich? Nee, sauer nicht. Enttäuscht? Ja, ein bisschen. Du hättest halt was sagen können, ne? Wollte ich doch auch. Das ging alles so schnell, ne? Ich wach heute auf, ruft der Dicke mich, ne? Ich geh da so hin. Ich so, ja, was denn los und so? Hier, dein Taxi hier, das Ding hier, dein Unternehmen und so. Ich so, happy jetzt. Und dann meinte er, ja, das hast du jetzt bekommen und so, ne? Ich so, aber ich bin eigentlich glücklich bei meinem Job und so. Er sagt, nein, ich hab das jetzt erledigt, du machst die Scheiße jetzt hier. Sonst hast du Probleme mit mir und so, hat er gesagt. Ehrlich, ey. Dann hab ich gesagt, okay, sorry, ey. Der hat einen Revolver gezogen, Mann. Der wollte deine Karre zerstören. Okay, ja, dann... dann holen wir mal das Auto trotzdem. Ja, ne? Aber ich danke dir nochmal für alles, ne? Ich hab vieles gelernt und so. Ja, nicht dafür. Wir sind aber immer noch Freunde, mein Freund. Okay, alles klar. Wir drei, also Matt auch? Matt auch, natürlich. Außer Yoshiko, die ist dumm. Ja, die ist ja jetzt auch noch nicht so lange da, ja, die eben. Die müsst ihr ja nicht unbedingt. Wie gesagt, ne? Wir sind immer noch Freunde, wenn was ist, ruft an. Falls ihr Taxi braucht. Jo. Ruft an. Alles klar, machen wir. Dann, schönen Abend noch, viel Erfolg. Bis dann, hau rein, Mann. Hallo, hau rein, Paul. Bis dann, tschüss. Ist das unangenehm? Ja, Taxi? Hallo, ich bräuchte Abschulung am Hayes. Wo ist das? Wie, wo ist das? Das schicken Dispatch. Willst du deinen ersten Dispatch? Du bist jetzt der zweite. Oh, nee, dann nur ich noch. Ich ruf jemand anderen an. Nein, du bist der erste. Ciao. Du bist der erste. Ha? Ich hab Spaß gemacht. Du bist der erste. Schick. Ach so, ja, schick. Gut, bis dann. Bis dann. Weißt du, was dein Daddy gemacht hat? Nee, weiß nicht. Komm mal zur Seite, ich erzähl dir das jetzt. Sein scheiß Daddy hat gestern auf mich geschossen. Er hat auf deinen besten Freund geschossen. Also Daddy hat mir gesagt, dass Jonathan gesagt hat, dass er mich... Was habe ich denn jetzt bitte damit zu tun? Hast du nix gemacht? Nein! Und dann einfach auf mich geschossen. Willst du dich schon wieder verarschen? Er hat mich gestern angerufen und hat auch gesagt... Genau das hat er gestern gemacht. Das hast du auch? Das habe ich nicht gemacht. Dein Daddy hat gestern auf mich geschossen. Dein Daddy hat mich gestern verprügelt. Was? Ja, der hat voll Aua gemacht, ey. Ich sag's dir, wie es ist, ey. Daddy. Guck mal, mein Gesicht, ey. Das tut voll weh, ey. Das tut gleich nochmal weh. Das tut weh, ey. Weil er dich als Hure bezeichnet hat. Was? Was? Ja, ich habe ihn verprügelt, weil er dich als Hure bezeichnet hat. Ich habe dich nicht als Hure bezeichnet. Sowas würde ich niemals machen. Du hast Ho gesagt. Was? Warte mal, hallo, was ist los? Ey, Matt, der elende Hurenbock hat mich rausgeschmissen. Was, du wurdest gekündigt? Ja. Warum wurdest du gekündigt? Nein, weil ich immer frech zu ihm bin und ich habe ihm vorhin gedroht, auf die Fresse zu hauen, als er mir ein SMS geschrieben hat, dass ich, keine Ahnung, ich soll mein Auto einparken. Komm Stadtpark, wir klären ja, das. Ja, komm, alles bis dann. Ey, Malaga wurde gekündigt bei seinem Job. Ich habe jetzt mein eigenes Taxiunternehmen, jetzt kann ich ihn bei mir einstellen. Ja, das haben wir schon gehört. Wenn ihr jetzt Taxi brauchen, ne, 541. Und kostenlos? Natürlich, erstmal kostenlos, aber danach mit Geld. Aber bin ich ein Ho? Du bist keine Ho. Stefano, ich bin Jungfrau. Ich mag sowas nicht. Ja, ist okay. Hör dich, ich sag dir, ich würde dich niemals Hure nennen. Du bist die vernünftigste Frau, die ich kenne. Wirklich? Du bist wirklich die vernünftigste Frau, die ich kenne. Du bist vielleicht ein bisschen hängen geblieben, aber du bist vernünftig. Ich schwör auf Jarak. Auf was? Ich schwör auf Jarak. Ich schwör auf Jarak. Okay, dann glaub ich dir. Ich schwör auf Jarak. Hast du den Opa erreicht, Johnny? Ja, der war da. Ich hab gesagt, der ist ein Stück Scheiße. Hast du gut gemacht, ey. Das ist voll das hässliche, eklige Stück, wo direkt der hat gesagt, dass er denkt, dass ich in ihn verknallt bin. Ich hab Daddy geschworen, dass ich nie was mit ihm anfangen werde, sonst müsste ich meine Haare schwarz machen. Wieso das? Weil Daddy hat Angst gehabt, dass ich mal was mit ihm mache oder rumknutsche oder so. Und der hat gesagt, schwör, dass ich nicht mach. Und ich hab auf meine Haare geschworen. Ich schwör doch auf Jarak. Ich schwör auf Jarak. Sehr. Sag nochmal. Jarak. Ist das gut? Das ist das beste Jarak, was ich gehört habe. Okay, was heißt das eigentlich? Egal, das ist jetzt nicht wichtig. Wo geht's hin? Ich bin jetzt. Ich arbeite bei Stefano! Diesen Tag werde ich eine falsche. Hier in der Gasse ist unser Zentrale. Hier könnt ihr das Auto parken. Ich parke eben mal schnell. Hier meldet ihr euch an. Funkgeräte haben wir nicht. Warum haben wir kein Funkgerät? Das kommt erst später, Junge. Schau mal, ich habe gerade erst eröffnet. Zurzeit haben wir nur zwei Autos. Aber Malaga, du kannst schon mal ein Auto rausholen, wenn du willst. Ey, ich muss gerade erst das verkraften. Ich mach frei heute, okay? Wenn grün ist, dann läuft wenn das? Grün ist, bist du frei. Wenn das rot ist, dann heißt es, du bist gerade am Fahren. Ah ja, okay. Okay, willst du mal Leitstelle übernehmen? Hast du mal Bock drauf? Ja. Werde ich jetzt mal kurz Testanruf machen, ne? Ja. Ja, hallo. Moin, ich bräuchte ein Taxi. Ja, ich Quickie-Taxi. Ich bin Bett-Taxi-Fahrer, der will sich hinkommen. Ja, ich schicke Ihnen das Bett. Okay. Gut, bis dann. Bis gleich, freu mich. Ja? Du hörst dich so dumm an am Telefon. Okay, also mache ich immer ganz viel Umwege. Das
Würde ich dir raten, ja. Hier Rechnung oder Bar, wenn die sagen Rechnung. Natürlich Rechnung, aber wenn die sagen Bargeld, dann dürft ihr das behalten, mir egal. Und Rechnung kann ich nicht behalten? Rechnung geht auf mein Konto. Okay, dann sag ich, ich rufe mal an, sag Brasser Bargeld. Das heißt gar nichts. Okay, cool. Ja, ich krieg das hin. Ich glaube, das wird das erfolgreichste Taxi. Oh, Johnny ruft an. Oh, okay. Moin. Du hast ein Taxiunternehmen und du bist jetzt Chef? Ich bin Chef, Bruder. Ja, Digga, aus mir wurde was, Junge. Ich sag dir, ne, wo wir früher mal draußen Sandkasten gespielt haben und so, jeder hat uns ausgelacht, weißt du noch? Ich weiß noch. Ja, weißt du noch, damals Grundschule, wir haben uns mit Ahmed und Hassan und so geprügelt? Ah, ich weiß noch, die gute alte Zeit. Ja, ja, die gute alte Zeit, jeder hat uns gesagt, sogar unser Lehrer, aus euch wird nichts, ihr Arschlöcher und so. Ja, ja, dann meinten wir zu unser Lehrer als Maul, du Hurensohn. Wir waren richtig freche Schüler, weißt du noch? Ja, 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 manchmal, da haben wir auch ganz üble Dinge gemacht. Wo ich in der dritten Klasse oder so, wo ich dann reinging und habe gesagt, was geht da? Wie alt warst du da nochmal? Sag das nochmal. Junge, ich war da, was weiß ich mal, 8 Jahre alt oder so. Damals hatte ich schon einen Schnurrbart, weißt du, was ich meine? Ich weiß. Ich ging da, die wollten einen Kreismann. Ich sag, nein, wir machen heute einen Viereckbund. Du, sag mal, kann ich denn jetzt bei dir arbeiten? Willst du bei mir arbeiten, mein Freund? Ja. Genau, und ich weiß, du hast auch einige Feinde, die du nicht leiden kannst. Weil ich werde einige Leute einstellen. Was? Ja, Beruf musst du halt trennen, Bruder. Aber weißt du, ich werde dich direkt befördern, dass du das Sagen hast. Okay, sehr gut. Bin ich dann der Zweitchef? Du bist dann der Vizechef, ja. Ja, also wenn du nicht da bist, habe ich dann das Sagen, ja? Genau, so ist das, Brudi. Ja. Wegen Sandkastenzeiten und so, weißt du noch? Wo bist du denn? Hast du schon die neuen Autos? Ja, hab ich. Willst du mir zeigen, wo das alles ist und so? Okay, dann ruf mal bei der Leitstelle an. Alles klar, bis gleich. Ey, du hast Leitstelle, oder? Ja. Sehr schön. Taxi Quickie, wen kann ich ein Quickie geben? Hallo? Ich hab aufgelegt. Ruf mal zurück, du hast die Leitstelle. Taxi Quickie, wen kann ich ein Quickie bringen? Hallo, sie haben aufgelegt. Verwählt, aber hier ist das Taxi Quickie. Wo soll ich den Quickie hinbringen? Du Hund, Jadak, Amin der Kreuz. Man sind aufgelegt schon wieder. Rudi, was denn los? Warum ist denn Melody drin? Bruder, du bist Vizechef. Du hast was zu sagen. Vergiss das nicht. Wie wär's denn da noch drin? Malaga. Ja, aber das war's dann? Guck mal jetzt. Du bist jetzt erster Kunde von Melody. Du bist Vizechef, vergiss das nicht. Ruf, du musst dich auch irgendwie testen, weißt du, was ich meine? Ich versuch's nochmal. Ja, sag ihm das. Jetzt ruft er an. Taxi Quickie, wen kann ich ein Quickie bringen? Ja? Wen kann ich ein Quickie bringen? Ja, danke. Amanda Koi, wohin? Kannst du mir ein Dispatch schicken, bitte? Okay, danke. Quickie ist gleich da. Sehr schön. War gut. Das war super. Soll ich ihn eigentlich auch als Vizechef testen? Weißt du was? Mach das. Soll ich ihn brechen? Mach das einfach.